Ja, wir sind hier, weil wir mit Feine Sahne Fischfilet ein neues Album rausbringen namens Scheitern und Verstehen und nicht nur eine Release-Party machen wollten, sondern einen antifaschistischen Aktionstag draus machen wollten mit Vorträgen, einer Podiumsdiskussion und vielen verschiedenen Bands. Ja, deswegen sind wir in der Minen. Ja, also die Erwartungen sind auf jeden Fall jetzt schon übertroffen, einfach mit einem Vortrag, wo wir gehofft haben, dass da so 40, 50 Leute kommen und dann mega zufrieden gewesen wären. Lief es einfach jetzt so, dass da über 110 Leute waren zu dem Vortrag von Katharina König, dann auch die Podiumsdiskussion brechend voll ist und das ist schon so, das hätten wir nicht erwartet, dass es so mega gut läuft, also irgendwie über 100 Leute da schon sind. Was bisher schon rausgekommen ist über den Untersuchungsausschuss, ist, dass es definitiv Fehlverhalten und Fehleinschätzungen gegeben hat. Und zwar nicht nur vom Verfassungsschutz, sondern zumindest in Teilen auch von der Thüringer Polizei. Und dann eben auch Fehlreaktionen sozusagen von der Thüringer Justiz, die in den seltensten Fällen Nazis auch für das verurteilt haben, was sie begangen haben. Und wenn eine Lehre aus NSU zu ziehen ist, ist, dass es eine viel höhere Sensibilisierung braucht, gerade was rassistisches Verhalten, rassistische Einstellungen und Umgang mit Menschen aus anderen Ländern hier in Deutschland angeht. Das Problem ist, in den 90ern war es in Thüringen so, es gab einfach Städte und ländliche Gegenden, in denen die Nazis die Vorherrschaft hatten und in denen die Nazis auch eine Jugendkultur bestimmt haben und damit auch ausgebaut haben, ihre Nazi-Strukturen. Und das ist heute unter anderem in Thüringen noch so, ist aber heute auch in vielen Kleinstädten in Mecklenburg-Vorpommern noch so. Und ich glaube, wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es eine andere Jugendkultur gibt, dass es eine alternative Jugendkultur gibt, die eben nicht von Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Neonazismus, Antisemitismus geprägt ist, sondern in der ganz klare politische Statements auf der einen Seite gegeben werden und auf der anderen Seite klar gemacht wird, zum Leben gehören wir alle dazu. Leben ist was richtig Tolles und Nazis wollen halt bestimmte Gruppierungen nicht leben lassen, so wie sie sind und dem muss man was entgegensetzen und das muss man auch hier in Demmin machen. Ja, also wir sind am 8. Mai ganz direkt damit konfrontiert, aber wir versuchen eigentlich das ganze Jahr über dran zu arbeiten und wollen eigentlich nicht wirklich jetzt direkt gegen die Nazis direkt kämpfen oder so etwas, sondern eigentlich ja diesen ganzen Diskurs irgendwie aufmachen und die ganzen Leute erstmal mit diesem Thema konfrontieren hier in Demmin, was einfach jahrelang ignoriert worden ist und wo es immer hieß, lasst die Rollläden runter und schottet euch davon ab. Aber was so nicht funktioniert, ist einfach dieses Wegschauen. Und deswegen haben wir halt eben einfach jetzt ganz viele Diskussionsveranstaltungen gemacht und ganz viel, ja, einfach auch versucht, diesen Diskurs aufzumachen, damit die Leute rauskommen. Und jetzt über die Jahre hinweg, nach und nach, hat das funktioniert, dass Leute wirklich rauskommen, auch ihre Meinung sagen und auch sichtbar sind. Und sozusagen die Leute, sozusagen, die davor einfach nur bei sich zu Hause mal gesagt haben, ihnen gefällt das nicht, jetzt einfach rausgehen und das auch sagen. Und damit beeinflussen wir natürlich diesen Diskurs und nehmen sozusagen auch den Nazis hier in Demmin den Handlungsspielraum. Die Dorfleute und wir sind hier, weil endlich mal Action in der Provinz ist. Vielen Dank, dass wir spielen dürfen. Viel Erfolg fürs neue Album. Und schön, dass ihr die gefährlichste Band Mecklenburg-Vorpommern seid. Zufällig hier und weil mein Onkel macht hier das Catering und ich freue mich einfach meinen Onkel mal wieder zu sehen. Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen und ja, mal gucken, einfach mal ein bisschen über alte Zeiten. Kein Problem, ich auch nicht. Guck mal, schmisch mich an und ich rede in Worten, die du nicht verdient hast und damit haben mein scheiß Problem doch. Ich rede scheiße, nur weil du es verdient hast. Man redet hier scheiße, damit man sich mein Leben schafft. Bleibe ehrlich, bleibe gefährdet, dann macht alles auf für jedes Kind dieser Erde, ey. Auch ich will auf Vertrauen bauen können, doch habt ihr auch schon die Nase aufgehauen. Also bleibt es gleich, bleibt nur bei wenigen, die bleiben, die überdauert haben. Auch in den bittenden Zeiten, ihr wisst, wer ihr seid. Und ich weiß es genau, ich danke dir.
Nee, also wir finden es ja ganz fantastisch, dass wir mit der gefährlichsten Band von Mecklenburg-Vorpommern spielen. Das ist ja das ist für uns eine Freude und eine Ehre. Da haben wir was, also da sind wir völlig dabei. Und wir finden es natürlich gut, wenn in Dunkeldeutschland, also eben wo wirklich hier so bitterbös Nazi-Terror ist, dann hier so aufzutreten und zu zeigen, es gibt auch andere Leute und halt gerade den Kids, die hier wohnen, zu zeigen, hey, man kann auch bei cooleren Leuten mitmachen als bei den scheiß Nazis. Da habe ich nicht viel hinzuzufügen, außer natürlich, dass es für uns natürlich auch immer echt einfach ist, einfach irgendwo hinzufahren. Wir müssen hier ja nicht wohnen und desto mehr Respekt haben wir halt vor Leuten, die halt in so üblen Gegenden wohnen müssen, wollen und sich da engagieren. Und ich finde es halt auch immer ziemlich cool, wenn die Leute halt irgendwie trotzdem weitermachen und nicht alle wegziehen und aufgeben, sondern versuchen dann halt die Scheiße bei sich irgendwie zu ändern. Und deswegen sind wir gerne hier, weil es ist einfach ziemlich geil, was hier unsere inzwischen Kollegen von Feine Sahne Fischfilet aufgezogen haben. Das wird schön, das wird toll. Dankeschön.